Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge des Asklepios-Webinars. Mein Name ist Dr. Tobias Spangenberg. Ich bin Oberarzt in der Abteilung für Kardiologie hier in der Asklepios-Klinik Altona und bin im Rahmen meiner Tätigkeit auch damit betraut, ein hiesiges sogenanntes Cardiac Arrest Center mitzubetreuen. Und ich will Ihnen heute einmal so ein bisschen einen Überblick darüber geben und ein bisschen vorstellen, was passiert eigentlich nach einer Wiederbelebung in einem Großklinikum. Und ich habe Ihnen so ein paar Folien mitgebracht, die ich Ihnen jetzt gerne einmal zeigen würde. Die Grundlage, worüber wir sprechen, ist eigentlich etwas, was gar nicht so selten ist, wenn man ganz ehrlich ist. Also statistisch gesehen sind es auch in unserer schönen Stadt Hamburg und auch natürlich hier im Westen der Stadt doch am Ende des Tages irgendwo wahrscheinlich zwischen 1000 und 2000 Patienten, Menschen jedes Jahr, die solch ein schreckliches Ereignis ereilt. Hochgerechnet auf Europa und die Welt sind es dann natürlich wirklich viele, viele zigtausende Menschen, bei denen es zu einem plötzlichen, unerwarteten Kreislaufstillstand kommt, der natürlich ganz viele Ursachen haben und dazu kommen wir später dann noch. Wenn wir uns jetzt das für Deutschland angucken, dann gibt es in Deutschland das Deutsche Reanimationsregister. Das ist also eine Institution, die letztendlich versucht, uns dieses Krankheitsbild oder die zu dieser Situation führenden Konstellationen besser zu verstehen, wo also Daten dann erhoben werden, Daten registriert werden, aufgezeichnet werden, anhand derer man dann in verschiedenen Verfahren versucht, auch therapeutische Strategien anzupassen, Abläufe zu verbessern und diese ganze Situation einfach besser zu verstehen und besser behandeln zu können. Und aus diesem Reanimationsregister habe ich mal so ein bisschen eine Übersicht mitgebracht, dass Sie quasi in Deutschland also sagen können, das Durchschnittsalter der jetzt zuletzt veröffentlichten Daten aus diesem Register liegt in etwa bei 70 Jahren. Also es ist erwartungsgemäß doch eine Konstellation, die dann doch eher im höheren Lebensalter auftritt. In der Geschlechterverteilung ist es allerdings so, dass das männliche Geschlecht da eher in Erscheinung tritt. Wie gesagt, das sind immer nur Daten aus einem dieser Register. Das hat sicherlich nicht den Anspruch auf die absolute Wahrheit, aber es gibt einem, glaube ich, so ein ganz gutes Gefühl, worüber wir hier sprechen. Der Ort, an dem das stattfindet, ist doch, und das hat sich auch so ein bisschen entwickelt, doch eher in der Häuslichkeit, also in den eigenen vier Wänden am Ende des Tages, muss man sagen, und gar nicht mal so sehr auf der Straße oder an der Bushaltestelle, im Schwimmbad. Da treten diese Ereignisse natürlich auch auf und haben da natürlich eine hohe, und das komme ich auch später noch zu, eine hohe Chance, auch beobachtet zu werden. Das ist gut und das ist wichtig und das ist hilfreich, wenn solche Ereignisse wahrgenommen werden von Umstehenden. In den eigenen vier Wänden kann diese Chance natürlich durchaus einmal schlechter sein, dass dieses Ereignis dann auch sofort wahrgenommen wird und eine entsprechende Handlungskette daraus resultiert. Damit zusammenhängt ja letztendlich nämlich auch das, worüber Sie wahrscheinlich immer schon wieder mal etwas gehört haben werden. Das ist diese sogenannte Laienreanimationsrate, also die Anzahl an Menschen, bei denen ein Laie, also nicht der Notarzt, der vielleicht hinzueilt oder das Klinikpersonal, was auf der Station natürlich vorhanden ist, sondern ein eigentlich Ersthelfer. Und das ist vielleicht jemand, der einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat mit seinem Führerschein, vielleicht im Rahmen irgendeiner Tätigkeit, wo er das für die betriebliche Erste-Hilfe-Versorgung auch gemacht hat, oder einfach jemand, der sich selbst sinnvollerweise darum gekümmert hat, dass er irgendwann mal so einen Kurs besucht und irgendwann einmal diese ganz basalen, grundlegenden Fertigkeiten erlernt hat, einem Menschen in einer solchen Situation zu helfen. Und das ist 40%, das ist gar nicht so wenig, muss man sagen. Aber auch das im Vergleich des europäischen Auslandes möglicherweise etwas, wo wir in Deutschland durchaus noch die Chance haben, besser zu werden und häufiger doch auch in unserer Gesellschaft dem anderen Menschen, der neben uns steht und dem vielleicht etwas Schlimmes passiert, dann helfen zu können. Und die Frage, die sich ja auch häufig stellt, ist, warum passiert denn das eigentlich? Was führt eigentlich dazu, dass ein Mensch einen Kreislaufstillstand hat, wiederbelebt werden muss? Und aus diesem Register können Sie hier einmal sehen, was so drei wichtige Ursachen sind.
ganz überwiegend ist es doch so, und das spiegelt sich ja auch in den anderen Statistiken in unserer Gesellschaft wieder, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung hier natürlich eine ganz, ganz besondere Rolle spielen. Die Wahrheit ist aber auch, dass es in ganz vielen Fällen überhaupt nicht klar ist, was eigentlich das auslösende Ereignis gewesen ist, und man sich doch schwer tut manchmal, zumindest in dieser frühen Phase, wo auch der Rettungsdienst tätig wird, schon ganz genau sich festlegen zu können, was eigentlich jetzt wirklich das auslösende Krankheitsbild sein mag. Und auch eine große Gruppe von Erkrankungen der Atemwege, die wir auch außerhalb dieses schlimmen Ereignisses eines Kreislaufstillstandes, einer Wiederbelebung, bei vielen Menschen doch in den westlichen Industrienationen und auch zunehmend sehen. Noch erwähnenswert ist immer die Frage des defibrillierbaren Kreislaufstillstandes. Was heißt das? Nun, es ist so, dass wenn ein Kreislaufstillstand eintritt, man per se zwei große Gruppen unterscheiden kann. Und zwar sind das die einen Patienten, die einen Herzrhythmus aufweisen, den man mit einer Stromtherapie, also mit einer Defibrillation, behandeln kann. Und es gibt die Patienten, bei denen das nicht der Fall ist. Häufig ist es so, dass bei zum Beispiel einem akuten Herzinfarkt auch Rhythmusstörungen auftreten, die dann letztendlich den Kreislaufstillstand bedingen. Und diese sind in den Daten, die wir bislang zur Verfügung haben, aus vielen, vielen Jahrzehnten und vielen, vielen Ländern dieser Welt, eher sogar ein gutes Zeichen, muss man sagen. Das heißt, wenn der Notarzt zu dem Patienten eilt und stellt fest, dass eine sogenannte defibrillierbare, also eine mit Strom behandelbare und letztendlich auch durch Strom beendbare Rhythmusstörung vorliegt, dann ist das erstmal ein ganz gutes Zeichen, auch wenn natürlich eine Rhythmusstörung prinzipiell auch immer ein Problem darstellt. Aber wenn Sie das dem gegenüberstellen von Patienten, bei denen bei Eintreffen des Notarztes zum Beispiel gar keine elektrische Herzaktivität mehr überhaupt noch vorliegt, dann ist das häufig etwas, was, wenn Sie viele, viele Patienten sich ansehen, durchaus auch mit einem schlechteren Ergebnis, was das Wiedererlangen eines Kreislaufes angeht, was das Wiedererlangen der Selbstständigkeit angeht, was die Möglichkeit geht, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, betrifft. Also der defibrillierbare Rhythmus ist eigentlich in dieser Konstellation etwas, wo wir froh sind, wenn wir es finden und feststellen können, denn dann können wir es auch behandeln. Und das ist auch etwas, was gar nicht so uninteressant ist, denn Sie wissen, dass solche Geräte, diese automatischen Defibrillatoren, kennen Sie alle wahrscheinlich zumindest aus dem Augenwinkel vom Flughafen, von öffentlichen Gebäuden, aus Krankenhäusern. Auch wir haben sowas natürlich hier im Eingangsbereich aushängen. Und es gibt in der Medizin, wenn man Therapien auf ihre Wirksamkeit untersucht, häufig einen Begriff, der uns Ärzten auch hilft, eine Einschätzung zu bekommen, wie hilfreich eine solche Maßnahme ist. Und das ist die Anzahl der Patienten, die Sie mit solcher einer Therapie behandeln, damit bei einem Patienten dann auch der positive Effekt dieser Behandlungsmaßnahme in Erscheinung tritt. Und diese Anzahl der zu behandelnden Patienten für die Frühdefibrillation ist schon vor vielen Jahren gut untersucht worden, ist nur 5. Das ist wenig. Das heißt, Sie müssen wirklich nicht mal eine Handvoll Patienten mit solch einem automatisierten Defibrillator, wenn Sie einen in der Nähe finden und so etwas beobachten, behandeln, um möglicherweise wirklich ein Leben zu retten. Und ebenso wichtig, und ich habe es eben vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ist die Früherkennung, ist es die Wahrnehmung, dass es jemandem schlecht geht, dass jemand umgefallen ist und es ihm vielleicht wirklich fürchterlich schlecht geht, er einen Kreislaufstillstand hat und nicht nur, sage ich mal, so ein bisschen zusammengesackt ist oder so etwas in der Art. Und die Bystander CPR, das klingt jetzt erstmal ganz wild und vor allen Dingen englisch und modern, aber da geht es um nichts anderes als die Laienwiederbelebung, die Laienreanimation. Auch die ist eine hocheffektive Maßnahme, um letztendlich Menschen zu helfen, die einen solchen Kreislaufstillstand haben. Mit Kreislauf, wenn Sie sich also angucken, wie viele Patienten kommen mit Kreislauf wieder in das Krankenhaus, wenn der Notarzt sie behandelt. Und die Wahrheit ist, das ist nicht die Mehrzahl. Aber
was uns noch mehr zu denken gibt, ist von diesen Patienten, die mit einem Kreislauf durch den Notarzt letztendlich dann in die Klinik gebracht werden können überhaupt, nur ein Drittel wiederum, also erneut ein Drittel, die Klinik auch wieder verlassen können. Das heißt, wir als Kliniken fragen uns natürlich und bemühen uns ständig darum, diese Zahl bestmöglich zu beeinflussen von der Anzahl der Patienten, wo der Notarzt quasi es schafft, einen Kreislauf wieder aufrecht oder zu erzielen und dann auch aufrechtzuerhalten, mit diesen Patienten zu uns in die Klinik eilt. Und es dann natürlich daran ist, was macht dann eigentlich die Klinik, um von diesen Patienten möglichst viele nicht nur das nackte Überleben, denn darum, wenn man ehrlich ist, darf es eigentlich nicht gehen, sondern vor allen Dingen auch die Rückkehr in ein selbstbestimmtes Leben und ein Leben mit Lebensqualität zu ermöglichen. Und da gibt es ein paar Ziele, die eigentlich allgemein anerkannt sind, muss man sagen, die insbesondere die Versorgungsstruktur auch der Kliniken betreffen. Natürlich ist es wichtig, dass diese Patienten schnell in eine Klinik kommen. Und da haben wir auch hier in Hamburg natürlich ein exzellentes Rettungsdienstsystem mit der Berufsfeuerwehr Hamburg und den Hilfsorganisationen, die irrsinnig professionell nicht nur schnell an der Einsatzstelle sind, sondern während ganz viele Maßnahmen parallel laufen, dann diese Patienten auch zu uns in die Klinik bringen. Es geht aber auch darum, natürlich die richtige Klinik auszuwählen. Und im Grundsatz geht es immer darum, für den Rettungsdienst das nächstgelegene, geeignete Krankenhaus zu finden. Und je nachdem, was das Krankheitsbild ist, ist natürlich die eine oder andere Klinik dann vielleicht doch die Fahrt auch wert. Und in diesem Zusammenhang des Herz-Kreislauf-Stillstandes ist es eigentlich so, dass natürlich der Wunsch immer ist, einen solchen Patienten in ein Cardiac Arrest Center zu transportieren, wie wir es hier in der Asklepios Klinik Altona auch haben. Denn in diesen Kliniken findet der Notarzt und trifft der Patient dann auf ein ineinander auf sich abgestimmtes System, was sich wirklich für dieses Krankheitsbild des Kreislaufstillstands und der an einen Kreislaufstillstand angeschlossenen Behandlungsphase abgestimmt hat. Was also nicht nur eine einzelne Fachabteilung, der Notfallmedizin zum Beispiel, oder nur der Kardiologe oder nur der Anästhesiologe oder nur der Intensivmediziner dann diesem Patienten zur Seite stehen, sondern es eine feste Teamstruktur gibt und eine Logistik auch für die Abläufe, die Patientenwege, die Pfade der Behandlung, die dann diesem Patienten quasi als geballtes Aufbäumen entgegengebracht werden und zur Verfügung gestellt werden. Und dazu gehört es auch, bestimmte Dinge zu standardisieren und bestimmte Prozesse und Verfahren nicht jedes Mal ein bisschen anders und nach Gutdünken zu machen, sondern zu versuchen, mit einer hohen Präzision jeweils der Situation angepasst, aber dennoch routiniert und standardisiert zur Anwendung zu bringen. Das ist das, was wir auch hier in Altona letztendlich gemacht haben, was ganz viele andere Kliniken auch in Hamburg gemacht haben und Deutschland letztendlich weltweit, dass man diese Cardiac Arrest, also Zentren für den Herz-Kreislauf-Stillstand. Sie kennen unser Neurozentrum, Sie kennen unser traumatologisches Zentrum. Es gibt Gefäßzentren, Darmzentren, Herzzentren. Aber diese Zentrumstruktur ist eine, die sich genau auf das Krankheitsbild konzentriert, über das wir heute sprechen, den Herz-Kreislauf-Stillstand. Im Jahr 2021 durften wir, das ist, glaube ich, schwierig, immerhin über 200 Patienten doch mit einer solchen Situation zur Seite stehen. Und was passiert jetzt also, wenn dieser Patient in die Klinik kommt? Zunächst kommt dieser Patient in einen sogenannten Schockraum. Und das ist ein Begriff, der vielleicht auch so ein bisschen eher aus der Unfallchirurgie, aus der Traumatologie kommt, wo Schwerstverletzte hier auch im traumatologischen Zentrum natürlich behandelt werden. Aber diese räumlichen Voraussetzungen sind natürlich nutzbar auch für andere Patienten, so auch in unserem Zusammenhang für den Patienten mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand, nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder sogar während eines Herz-Kreislauf-Stillstandes. Und was wir hier versuchen, ist, dass wir dem Patienten mit einem Team direkt begegnen. Und deshalb haben wir in Altona ein Cardiac Arrest Receiving Team. Jetzt haben wir uns den Namen nicht ausgedacht,
Aber übersetzt ist es nichts anderes, als dass wir für die Aufnahme eines Patienten nach Kreislaufstillstand eine feste Teamstruktur gebildet haben. Die wird auch schon alarmiert, bevor der Patient, bevor der Notarzt überhaupt hier bei uns in der Klinik ist. Dann klingeln an verschiedenen Orten dieser Klinik bei verschiedenen Ärzten, Schwestern, Pflegeexperten, technischem Assistenzpersonal die Telefone, damit alle wissen, gleich kommt ein Patient, der unsere maximale Aufmerksamkeit braucht. Und diese versuchen wir dann auch zielgerichtet direkt dem Patienten zur Verfügung zu stellen. Und wie ich eben schon gesagt habe, tun wir das in einem sogenannten Schockraum. Das ist jetzt mal ein Bild von einem unserer Schockräume, in dem Sie sehen können, dass der Patient hier in den Mittelpunkt natürlich gestellt wird. Dann kommt da ein ganzes Team von dem Rettungsdienst natürlich. Das ist ja auch dann eine personalintensive Maßnahme mit mehreren Fahrzeugen im Regelfall, vielen Personen, einem Arzt, Notfallsanität, dann eben als Rettungsassistenten diesen Patienten dann in die Klinik zu begleiten, wo er dann von uns aufgenommen wird. Und das sind so einmal ein bisschen die Protagonisten hier in unserer Klinik, wo aber ich glaube, nicht so wichtig ist, wer die einzelne Person ist, sondern der Patient sicher davon profitiert, wenn eine breit aufgestellte Teamstruktur mit den Expertisen der einzelnen Abteilungen zur Verfügung stellt, dass der Neurologe gleich einen Eindruck gewinnt, ob nicht vielleicht sogar doch ein Ereignis in Form eines Schlaganfalls, einer Hirnblutung hier mit im Vordergrund steht. Der Kardiologe, der sich einmal um das Herz kümmert, der Anästhesiologe und Intensivmediziner, der die lebenserhaltenden Organfunktionen prüft, kontrolliert, aufrechterhält, unterstützt. Die ganze bildgebende Diagnostik, die die Radiologie heutzutage zur Verfügung stellen kann, wird angebracht. Labormedizinische Untersuchungen, wir kommen gleich noch zu den Details. Denn das, worum es geht, ist zunächst einmal in dieser Frühphase, wo der Patient unsere Klinik erreicht, uns erreicht, ist sofort zu behandeln, was sofort zu behandeln gilt. Das kann gleichzeitig passieren, während Sie schon eine erste Diagnostik vornehmen. Es gibt Dinge, die Sie sofort behandeln müssen, die aber nicht Ihren weiteren Untersuchungsgang verzögern unbedingt. Und wenn das einmal geschehen ist, dann versuchen wir natürlich immer nach dieser Initialphase alles dafür zu tun, um die Erholung des Patienten zu optimieren. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir Dinge, die vor Aufnahme der Klinik passiert sind, wo trotz aller Bemühungen des Rettungsdienstes natürlich jeder Kreislaufstillstand seinen Preis hat in unserem Organismus und die fehlende Durchblutung, bis der Notarzt gekommen ist oder bis die Laienreanimation auch eingesetzt hat, natürlich eine Spur hinterlässt, einen Schaden hinterlässt. Und wir können in vielen Fällen das Problem lösen, was dazu geführt hat. Wir können in vielen Fällen aber auch die Erholung optimieren. Das ist so ein bisschen vielleicht wie der Gedanke, wenn Sie sich das Bein brechen, dann wollen Sie das nicht belasten und dann sollten Sie es auch eine Zeit lang nicht tun. Und so muss man letztendlich den ganzen Körper sehen, wenn ein Patient einen Kreislaufstillstand hatte, dass die bestmögliche Unterstützung, die Schonung und die Sorge und die beobachtende Erwägung, die Abwehr von weiteren Schäden vor allen Dingen dann ihre Rolle spielt in dieser Phase. Was heißt das im Detail? Sofort zu behandeln ist natürlich noch im Schockraum, das hat der Notarzt aber in dem Regelfall eigentlich schon alles für uns getan, wenn man ehrlich ist, dass natürlich die Atemwege und die Atmung stabilisiert und gesichert sind. Im Regelfall sind diese Patienten nach einer Wiederbelebung in einer Narkose und künstlich beatmet. Aber das gilt nicht für jeden Patienten. Es gibt auch Situationen, in denen das nicht der Fall ist, in denen vielleicht der Kreislaufstillstand wirklich nur so kurz war, dass es nicht notwendig war, direkt die Narkose und eine künstliche Beatmung zu etablieren. Im Regelfall ist das aber die Situation. Und häufig genug ist es so, dass diese Patienten natürlich nicht mit einem stabilen Kreislauf bei uns in die Klinik kommen, sondern dass auch der Kreislauf eine Unterstützung braucht. Mechanisch kann es ganz schlimm mal sein, aber häufig genug brauchen wir Medikamente, kreislaufwirksame Medikamente, die dann zur Anwendung kommen, um den Kreislauf zu unterstützen und um auch zu garantieren und sicherzustellen, dass alle Organe, und da ist natürlich ganz das Gehirn in unserem Fokus, dass das Gehirn gut durchblutet ist, gut mit Sauerstoff versorgt ist, aber natürlich auch der restliche Körper. Und es geht auch schon früh darum, eine Kontrolle über Temperatur
Entgleisung zu haben. Es ist nicht nur so, dass zum Beispiel eine schwere Unterkühlung zu einem Kreislaufstillstand führen kann, sondern es ist auch so, dass es gute Daten dazu gibt, dass Fieber und eine überhöhte Temperatur im Rahmen und nach einem Kreislaufstillstand etwas ist, was unbedingt vermieden sollte. Und auch das können, würden und beginnen wir sofort natürlich in Betracht zu ziehen, zu behandeln und zu korrigieren, wann immer es notwendig ist. Es geht aber auch immer darum, wenn diese Schritte laufen und man den Kreislauf, die Atmung und die Regulation des Körpers aufrechterhält. Dazu gehören auch viele andere Sachen wie Blutzuckerentgleisung, Entgleisung im Säure-Base-Haushalt, Entgleisung bei den Blutsalzen. All diese Dinge werden parallel zu einer einsetzenden Diagnostik natürlich aufrechterhalten und kontrolliert. Und zu dieser Diagnostik zählt eine ganze Vielzahl. Ich habe Ihnen das einfach mal grob aufgeschrieben und das ist natürlich nicht danach zu Ende. Es wird natürlich ein Elektrokardiogramm gefertigt, um zu gucken, ob der Patient einen Herzinfarkt haben könnte. Es werden die Blutgase analysiert, die Blutsalze. Es wird eine extensive Laboruntersuchung natürlich gemacht, mit der wir Hinweise auf zum Beispiel Thrombosen finden können, auf schwere Entzündungen, auf einen Blutverlust. All diese Dinge werden geklärt. Und gleichzeitig gibt es aber auch in dieser Situation, wo ein Patient einen Kreislaufstillstand gehabt hat, zwei Großgeräte, die uns helfen, den Patienten zu helfen. Und das ist auf der einen Seite die Computertomographie. Ich glaube, man kann auf dem Bild hier schön erkennen, dass wir das in Altona zum Glück so organisieren konnten, dass von dem Schockraum, wo der Patient aufgenommen hat, der Weg zur Computertomographie wirklich kein nennenswerter ist, sodass wir immer die Möglichkeit haben, diesen Patienten extrem schnell zeitgerecht eine wirklich sehr gute bildgebende Diagnostik durch die Radiologie hier im Haus anzubieten. Und das zweite Großgerät, was in dieser Situation einen besonderen Stellen hat, ist die Linksherzkatheter-Untersuchungsanlage, die auch für diese Patienten natürlich stets bereitsteht, um zum Beispiel einen Herzinfarkt zu behandeln, der gar nicht so selten doch die Ursache für so einen plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand sein kann. Und als letztes, habe ich schon erwähnt, geht es um die Erholung. Es geht darum, alles noch potenziell Schädliche von unseren Patienten fernzuhalten. Einfach eine Phase der Stabilität zu erreichen, in der letztendlich dann hoffnungsvollerweise immer die Erholung des Patienten dann noch eintreten und wirken kann. Und das ist etwas, was die klassische Domäne der intensivmedizinischen Therapiephase bei diesen Patienten auch ist, von der wir immer wieder auch wissen und annehmen dürfen, dass an dieser intensivmedizinischen Phase sicherlich noch eine ganz entscheidende Einflussnahme stattfinden kann. Aber wie eben schon auch erwähnt, das, was einmal vorher passiert ist, wenn es eine lange Kreislaufstillstandsphase gegeben hat oder wenn es längere Zeit eine Minderversorgung des Gehirns gegeben hat, dann kann man das natürlich nicht mehr umkehren. Aber man kann dafür sorgen, dass ab dem Zeitpunkt, wo der Patient sich in unseren Händen befindet, alles bestmöglich gemacht wird, um dem Organismus nach diesem schweren Ereignis jede Chance auf Erholung zu geben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was ich damit meine. Hier sehen Sie mal ein Beispiel für so eine Diagnostik, die dann gemacht wird. Das ist so ein EKG und da kann man so diese Herzstromkurven erkennen und der Fachmann erkennt schnell, dass in diesen Herzstromkurven hier so eine Anhebung ist. Das ist ein typisches Bild eines Herzinfarktes für uns in dem EKG. Und was dann natürlich als nächstes zum Tragen kommt, ist das eben erwähnte zweite Großgerät. Das ist die Linksherzkatheter-Untersuchungsanlage, wo dann mit der Kombination aus Kontrastmittel und Röntgendurchleuchtung die Herzkranzgefäße dargestellt werden und wir zum Glück in eigentlich allen Fällen dazu in der Lage sind, auch die Engstelle oder in dem Fall zum Beispiel den Gefäßverschluss wieder zu behandeln, manchmal auch mit Unterstützung der Herzchirurgie sogar. Das ist einmal so ein Bild. Ich habe Ihnen das hier einmal schematisch mitgebracht. Sie können hier so einen Herzkatheter erkennen, der in das Herzkranzgefäß mündet. Und mit der Kontrastierung der Herzkranzgefäße kann man auch erkennen, wo es nicht das gleiche kräftige Gefäß ist,
sondern sich hier eine fast vollständig verschlossene Herzschlagader darstellt. Und wenn wir das dann behandeln, dann sieht es im Idealfall dann so aus, wo man, glaube ich, gut erkennen kann, dass dieses am seidenen Faden hängende Herzkranzgefäß dann wieder wirklich ein kräftiges Gefäß ist, wo das Blut wieder schön zum Herzen strömen kann, den Herzmuskel durchbluten kann, der wieder richtig arbeiten kann und diese akute Durchblutungsstörung, dieser Herzinfarkt als eine gar nicht so seltene Erkrankung, die letztendlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand dann auslösen kann, therapiert wird. Im nächsten Schritt nach solch einer Behandlung würde es jetzt für diesen Patienten auf die Intensivstation gehen. Und auch auf der Intensivstation ist das Team wieder das, was von entscheidender Bedeutung ist. Und am Anfang nehmen wir den Patienten in so einem Team auf, dem Cardiac Arrest Receiving Team. Und auch in der intensivstationären Behandlungsphase ist es ganz wichtig, dass dieses Team fortbesteht. Es verändert sich ein wenig in der Konstellation. Es verändert sich über den Verlauf, welche Anteile dieses Teams die größere Rolle spielen. Das ist am Anfang natürlich die intensivmedizinische Akutbehandlung. Das ist aber auch die Labormedizin, die Apotheke, die uns zur Seite steht, die ja mit einer vielfältigen Medikation zu behandelnden Patienten brauchen da ganz viel Unterstützung. Aber im weiteren Verlauf kommt es auch immer mehr dazu, dass natürlich die Rehabilitation wieder in den Vordergrund tritt. Und dann gehören auch Angehörige natürlich von Anfang an mit dazu und spielen auch eine immer größer werdende Rolle, wenn der Patient aus der Narkose geweckt wird, wenn die Physiotherapeuten mit dem Patienten auch in die Interaktion gehen, wenn die Mobilisation wieder beginnt, wenn es auch einfach mal darum geht, so ein bisschen Mut zuzusprechen, sich weiter durch diese schwere Situation zu arbeiten. Denn das ist es am Ende des Tages. Es ist auch für den Patienten ganz viel Arbeit, solch eine Situation zu überstehen. Und auch da ist es ganz wichtig, immer wieder den Kontakt zu halten mit den Angehörigen, unsere Patienten zu motivieren, doch die nächsten Schritte mit uns gemeinsam zu gehen. Und am Ende des Tages hoffen wir natürlich, dass die Rehabilitation dann auch weiterschreitet. Und dann schließt sich eigentlich wieder der nächste Schritt an, wo unsere Patienten, wenn sie dann aus der akutmedizinischen Phase quasi entronnen sind und es so ein bisschen geschafft haben, könnte man sagen, schließt sich dann natürlich nochmal häufig eine durch die Neurologen auch begleitete Frührehabilitationsmaßnahme an, um nämlich genau das zu erreichen, was ich eingangs gesagt habe, worum es nämlich eigentlich geht. Es geht nicht um das nackte Überleben, sondern es geht darum, mit Lebensqualität am besten, wenn es geht, wieder in den ganz normalen Alltag zurückkehren zu dürfen. Und damit will ich mich auch schon nicht verabschieden. Ich stehe natürlich für Ihre Fragen noch zur Verfügung, aber würde diese jetzt auch gerne annehmen. Genau, es ist schon ein bisschen zu später Stunde und das war jetzt auch wirklich ein Ritt durch die Bandbreite und den Ablauf dieser Patienten. Aber ich glaube, was man mitnehmen kann vielleicht und was für alle wichtig ist, dass dieser Gedanke, diesen Patienten im Team zur Seite zu stehen, der sollte sich nicht nur auf unsere innerklinischen Arbeiten erstrecken. Wir tun das in dem Altona Cardiac Arrest Center und mit unseren Teams, die wir gebildet haben, um diese Patienten aufzunehmen und zu behandeln. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir alle in der Gesellschaft auch immer daran denken und Sie haben es von mir heute so ein bisschen auch dargestellt bekommen, wenn wir es mitbekommen, dass es jemandem schlecht geht, dass jemand umfällt, wie es ja häufig dann umschrieben wird und uns in der Lage sehen, solch Ersthelfermaßnahmen anzuwenden und durchzuführen, dann können wir aus diesen nackten Zahlen, die ich Ihnen gezeigt habe, die sicherlich noch nicht da sind, wo wir sein wollen, eine Verbesserung ableiten. Und dann können wir da wahrscheinlich auch in der Klinik noch mehr erreichen. Die Wahrheit ist so ein bisschen auch, dass wir manchmal auch die Situation erleben, mit all den Optionen, die wir heutzutage in der Klinik haben, dass diese erste Phase des Patienten ganz, ganz wichtig ist. Gab es jemanden, der das beobachtet hat?
Hat jemand eine Möglichkeit gehabt, den Patienten mit Laienreanimationsmaßnahmen schon in der Frühphase zu helfen? Und das, glaube ich, ist noch etwas ganz Wichtiges. Die Klinikstrukturen sind heute schon sehr, sehr gut geworden, werden sicherlich auch über die nächsten Jahre noch besser werden. Aber am Ende des Tages ist es auch etwas, wo wir nicht nur als Klinik, sondern auch als Gesellschaft, glaube ich, uns immer wieder daran erinnern müssen, wenn wir auf der Straße sehen, wie jeder umfällt, dann sind wahrscheinlich auch wir da in der Pflicht. Gut, ich sehe, es sind, glaube ich, keine Fragen. Was ist die maximale Dauer, sehe ich jetzt gerade? Also, das kann ich Ihnen sagen, ist ganz schwierig. Die Frage aus dem Chat ist gerade, was ist die maximale Dauer? Also die Zeitspanne nehme ich an für die Wiederbelebung, ab der es keinen Sinn mehr macht, die Maßnahmen noch weiterzuführen. Das, wenn Sie sich die Literatur anschauen und ich will Ihnen Beispiele geben, dann ist das extrem unterschiedlich. Das hat ganz viel mit dem Menschen zu tun, dem dieses Ereignis gerade widerfährt. Es gibt Menschen, die nicht nur für sich es entschieden haben, sondern wo auch wir Ärzte sagen, dass eine Wiederbelebung eigentlich nicht sinnvoll ist. Denn es würde an dem Endergebnis nichts mehr ändern. Das sind Patienten, die zum Beispiel schwerst erkrankt sind, vorher schon, die eigentlich gar nicht oder wo eigentlich die Erwartungshaltung gar nicht gerechtfertigt ist, dass mit einer Wiederbelebung irgendetwas, wie ich es vorhin geschildert habe, was unser eigentliches Ziel ist, nämlich ein selbstbestimmtes Leben zu führen, erreichbar wäre. Und dann gibt es Patienten, die sind vielleicht auf dem ganz anderen Spektrum. Das beste Beispiel, was Sie als junger Arzt immer lernen, ist der schwerst unterkühlte Patient, der sehr lange wiederbelebt werden sollte. So ist es auch heutzutage noch. Und es hat in den letzten Jahren eine große Änderung auch gegeben. Und zwar ist das diejenige, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil das schon sehr speziell ist. Aber das ist etwas, was wir hier auch in Altona ganz spezifisch anbieten. Das ist, dass wir heutzutage bei Patienten mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand, wo es uns nicht gelingt oder dem Notarzt nicht gelingt, den Kreislauf wieder zu erzeugen, aber eigentlich alles andere dafür spricht, unbedingt alles zu machen. Also der junge Mensch, der beobachtet, umgefallen ist und vielleicht war durch Zufall eine Krankenschwester oder ein guter Ersthelfer nebenan und hat gesagt, oh Gott, ich muss sofort was tun und fängt an mit der Herzdruckmassage. Und wenn wir bei diesen Patienten denken, wir müssen es schaffen, dann sind das Patienten, bei denen man heutzutage eine miniaturisierte Herz-Lungen-Maschine, wie ich hier in Altona, zur Anwendung bringen kann, um in dem Moment, wo wir das tun, ja den Kreislaufstillstand zu beenden. Der Kreislauf steht dann nicht mehr, er ist künstlich ersetzt. Das ist ein Verfahren, was bei weitem nicht für alle Patienten in Frage kommt. Es kommt, um ehrlich zu sein, nur für sehr wenige Patienten in Frage. Und dann kann es aber die Zeitdauer, bei der wir sagen, es macht durchaus noch Sinn, stark verlängern. Nach einem normalen Kreislaufstillstand, wenn Sie sich ein bisschen die älteren Studien angucken, dann gibt es große Studien aus dem angloamerikanischen Raum, die nahelegen, dass nach in etwa einer Viertelstunde bis 20 Minuten Wiederbelebungsmaßnahmen die Chance auf eine lebensqualitativ intakte Überlebenssituation im Anschluss in etwa nur noch bei einem, vielleicht 2% liegt. Also nach 15 bis 20 Minuten wird es sehr schwierig und muss man eigentlich diese Entscheidung treffen, ist es sinnvoll, die Wiederbelebungsmaßnahmen fortzuführen? Können wir grundsätzlich etwas ändern oder aber auch nicht? Und dieser Zeitraum ist in den Daten, die es bei Patienten gibt, bei denen man diese miniaturisierten Herz-Lungen-Maschinen zur Anwendung bringt, deutlich länger. Wahrscheinlich möglicherweise um das zwei, vielleicht sogar dreifache länger. Aber auch das gilt nicht dogmatisch für jeden Patienten. Also es bleibt dann immer wieder eine individuelle Abschätzung. Und auf dem einen Spektrum sind im Eis erfrorene Patienten, die auch beschriebenermaßen mit Wiederbelebungszeiten über mehrere Stunden noch wieder aus der Klinik entlassen konnten. Wir selbst haben im Hamburger Ärzteblatt vor einigen Jahren so einen Fall veröffentlicht. Es war ein Patient, der auf unseren Straßen erfroren ist.
der das aber gut überstanden hat. Das waren aber mehrere Stunden. Und auf der anderen Seite des Spektrums gibt es Patienten, bei denen vielleicht sogar die Wiederbelebung von ganz Anfang an eigentlich eine medizinische Maßnahme ist, die keine Indikation hat, denn der wirkliche Sinn dahinter ist nicht zu erkennen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Genau. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie am Abend noch Ihre Aufmerksamkeit hier auf uns gerichtet haben, und verabschiede mich von Ihnen.